weiß nicht, ob ihr schon wusstet, aber ich bin Single. Ich rede ja auch schließlich nie drüber. Und zurzeit struggle ich damit irgendwie besonders. Also habe ich das einzig Logische gemacht, was ich als YouTuberin machen kann. Ein Videoskript darüber geschrieben. Aber gerade ist in dieser Welt einfach so viel anderer Scheiß los. Da ist doch, ob ich jetzt Single bin oder nicht, total irrelevant, oder? Ich wünschte, dass nur weil es andere Probleme gibt, meine Probleme nicht mehr existieren. Oh mein Gott, wie geil wäre das einfach. Aber dem ist leider nicht so. Letztens bin ich wieder über dieses alte Lied gestolpert von Juli, Rosenscholz, Silbermond oder so. I don't know, ihr wisst schon, irgend so eine deutsche 2000er Pop-Rock-Band, die für mich alle gleich klingen. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass die schlecht sind, aber die klingen halt wirklich einfach für mich alle gleich. Konnte die noch nie auseinanderhalten. Aber jedenfalls, dieses Lied gibt mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nicht sicher scheint und so weiter. Das fühle ich gerade sehr. Irgendwie ist durch alles andere das Verlangen nach wenigstens einer Beständigkeit im Leben, wo ich mich ein bisschen geborgen und sicher fühlen kann, gleich viel größer geworden. Aber Dating ist hart, ja. Vor allem während einer Pandemie. Für mich auch sehr während einer Transition, wobei ich ehrlicherweise auch sagen muss, dass sich dadurch jetzt nicht viel geändert hat. Jetzt habe ich halt Worte dafür, dass ich mich in gewissen Situationen unwohl fühle, aber praktisch hat sich nur verändert, dass jetzt nicht mehr schwule Männer schnellen Sex mit mir haben wollen, sondern jetzt halt heterosexuelle Männer. Ich bin nicht mehr der Twink, mit dem man Sex haben möchte, sondern ein Fetisch. Yay! Ist jetzt nicht das, wonach ich suche, denn wie gesagt, ich hätte gerne ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Aber ich habe doch, auch wenn viele Leute immer wieder anderes behaupten, aber ja, ich habe tatsächlich Freundschaften, also bekomme ich doch da halt, oder? Jein, also schon ja, aber es ist halt nicht zu vergleichen mit romantischen Beziehungen, da wir einfach in einer amatonormativen Welt leben. Was ist Amatonormativität? Den Begriff hat Elizabeth Brake geprägt. geprägt? Den Begriff hat Elizabeth Brake geprägt. Amatonormativität beschreibt die Annahme, dass jede Person nach einer exklusiven romantischen Beziehung strebt. Endgoal Ehe eben. Aber nicht nur den Druck zu heiraten, sondern eben auch das Stellen von romantischen Beziehungen über alle anderen Beziehungsarten. Ach so, und mit romantischen Beziehungen meine ich nicht dieses Romance-Movie-Klischee-Zeug mit großen Gesten und Blumenschenken und mit der Kutsche fahren oder so Zeug. Keine Ahnung, was Leute so für Romantik halten. Mit romantischer Beziehung ist in diesem Kontext die Art der Anziehung gemeint. Auf die komme ich gleich auch nochmal zu sprechen. Aber hier meint es eben die Gefühle, die wir meinen, wenn wir von Liebe, Liebesbeziehungen, Partnerschaften oder sowas reden. Auch juristisch werden solche Beziehungen bevorzugt behandelt, denn verheiratete Paare haben Rechte und auch Pflichten, die zum Beispiel Freundschaften nicht haben. Außerdem delegitimiert das ebenfalls die Liebe und Fürsorge in romantischen Beziehungen, die ohne Ehe stattfinden. Auch die traditionelle Familie wird hier einfach als mehr wert angesehen. Betroffen von Amatonormativität sind wir alle, aber vor allem schadet es Menschen, die Single sind, und aromantischen und asexuellen Leuten und auch Personen, die in polyamoren Beziehungen leben, wobei polyamore Beziehungen in einer amatonormativen Gesellschaft trotzdem noch höher gestellt sind, da romantische Beziehungen eben, als andere nicht romantische Beziehungen. Singles wird durch die Gesellschaft, you know, we're living in a society. Durch die Medien, mit denen wir aufwachsen und so weiter gesagt, dass wir nicht ganz sind, bis wir unsere andere Hälfte gefunden haben. Und diese zu finden, ist das Ziel des Lebens. Wenn wir das nicht schaffen, scheinen wir wohl irgendwie kaputt zu sein. Auch sorgt es dafür, dass viele Leute in toxischen Beziehungen bleiben. Einfach nur, weil sie Angst davor haben, Single zu sein. Leuten, die keine romantische oder sexuelle Anziehung verspüren, wird gesagt, dass sie ja nur unglücklich enden können, weil diese zwei Anziehungsarten ja die Beziehung definiert, nach der wir alle streben sollen und die eben Glück ausmacht. Da zeigt halt auch allein schon der Begriff Beziehung, dass das die einzig wahre Beziehung sein soll. Alle anderen zwischenmenschlichen Interaktionen sind ja auch Beziehungen, egal ob
zu meinen FreundInnen, zu meiner Mutter, zu meiner Nichte, zu ArbeitskollegInnen oder auch zu NachbarInnen, die ich hin und wieder im Treppenhaus sehe. Das sind alles Beziehungen. Aber trotzdem bringen wir da eben eine Wertigkeit rein, dass romantische Beziehungen über allem anderen stehen. Allerdings gibt es ja diverse Arten der Anziehung. Falls ihr dieses Konzept noch nicht kennt, schauen wir es uns doch mal kurz an. In verschiedene Arten der Anziehung zu unterteilen, kommt vor allem aus dem Ace- und Aro-Aktivismus, also Ace, asexuellen und Aro, aromantischen Aktivismus. Und darauf wurde mit der Zeit immer mehr aufgebaut. Wenn wir von Anziehung reden, meinen wir ja meist die sexuelle oder die romantische Anziehung. Also mit wem wir Sex haben wollen, beziehungsweise mit wem wir in einer romantischen Beziehung sein wollen. Für viele stimmt diese immer überein, aber es kann sich auch unterscheiden. Das Split Attraction Model soll hier helfen, diese Anziehung unterscheiden zu können und sich selbst besser verstehen zu können. Darüber hat übrigens auch schon Karl Heinrich Ulrichs, ein deutscher Schwulenaktivist, in den 1870ern geschrieben. Also es ist kein total neues Konzept. Wenn zum Beispiel eine Frau lesbisch ist, würde man sagen können, dass sie sich sowohl romantisch als auch sexuell zu Frauen hingezogen fühlt. Oder auch zu nicht-binären Personen. Okay, ist bei diesem expliziten Beispiel etwas komplizierter, schaut dafür das Video hier oben. Aber hier geht's um Basics, deswegen jetzt einfach in abgespeckter Version. Jetzt gibt's aber vielleicht auch Personen, die sich romantisch eher zu Frauen und sexuell eher zu Männern hingezogen fühlen. Oder romantisch zu allen Geschlechtern und sexuell nur zu einem bestimmten Geschlecht. Und manche Leute sind eben asexuell oder aromantisch und gerade hier findet das Split Attraction Model oft Anwendung. Nur weil eine Person asexuell ist, heißt es nicht, dass diese Person auch gleich keine Beziehung haben möchte. Sie könnte sich ja trotzdem auf romantische Weise zu anderen hingezogen fühlen, selbiges andersherum mit aromantischen Leuten. Aber jetzt gibt es nicht nur sexuelle und romantische Anziehung, es gibt zum Beispiel auch sensuelle bzw. auch sinnliche Anziehung genannt. Das beschreibt, mit wem wir Körperkontakt haben möchten, also zum Beispiel küssen, kuscheln, Händchen halten und so weiter. Also gerade für Personen, die keine sexuelle Anziehung verspüren, kann diese Anziehung trotzdem wichtig sein. Wir denken bei Ace- und Aro-Leuten irgendwie an gefühllose Roboter, aber das ist einfach nur ein verdammt schädliches Vorurteil. Und auch ohne sexuelle oder romantische Anziehung kannst du trotzdem das Bedürfnis nach körperlicher Nähe haben. Wobei hier auch eher von Person zu Person unterschiedlich ist, was sie darunter verstehen und was sie überhaupt brauchen. Für manche spielt Kuscheln da mit rein, aber Küssen wäre für sie dann doch etwas Romantisches oder Sexuelles oder so. Auch gibt es familiäre und platonische Anziehung, also zum Beispiel die Liebe, die wir zu Familienmitgliedern und FreundInnen fühlen oder vielleicht auch einfach dieses Gefühl, kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr eine neue Person kennenlernt und ihr euch einfach echt gut versteht und ihr diese Person in eurem Leben haben wollt. Also, dass ihr euch einfach denkt, diese Person wäre echt eine Bereicherung für mein Leben und es eben nicht um Sex oder eine romantische Beziehung geht. Es gibt auch eine ästhetische Anziehung, also wenn ihr den Style oder die Optik von jemandem total mögt und die Person deswegen gerne anschaut, zum Beispiel, wenn ihr euch mein Fashion-Video anschaut. Nee, Quatsch. Aber für mich wäre zum Beispiel der Style von Hayley Williams eben etwas, was ich mir stundenlang anschauen kann, weil mir das so gut gefällt. Es gibt in unserer Gesellschaft also eine ziemlich konkrete Hierarchie der Anziehungen. Romantische und sexuelle Anziehung stehen ganz oben, danach die familiäre und alles andere kommt danach. Aber warum sind platonische Beziehungen so viel unwichtiger als romantische oder familiäre? Ihr habt es vielleicht schon erraten, das Patriarchat. Natürlich ist das meine Antwort auf alles, was in dieser Welt schlecht ist. Aber ja, Amatonormativität hat halt auch einfach einen historischen Hintergrund. Für so viele Jahre wurden Frauen unterdrückt und nur als Besitz von Männern angesehen. Frauen durften lange nicht wirklich oder nur mit der Erlaubnis ihres Mannes arbeiten und so weiter. Allein dadurch wird einfach ein so hoher Wert auf romantische Beziehungen bzw. die Ehe gelegt. Denn gerade für Frauen gab es lange keine Alternative, als sich an jemanden zu binden und mit ihm eine Familie zu gründen. Und diese Strukturen sehen wir einfach heute immer noch. Auch wenn wir uns teilweise etwas davon entfernt haben und Frauen mehr Rechte haben, ist es ja trotzdem immer noch so, dass
Frauen gesagt wird, dass sie heiraten müssen, dass das ihr Ziel im Leben sein soll. Männern wird da schon auch Druck gemacht, aber für Frauen tickt halt auch die biologische Uhr. Also Frauen sollen möglichst vor 35 heiraten und Kinder kriegen, weil wir auch hier wieder sehen, Familie steht über allem und damit meinen wir meistens Blutfamilie. Alternativen wie Adoption oder Pflegefamilien oder so werden meistens auch nur als das gesehen. Alternativen, wenn du keine eigenen biologischen Kinder bekommen kannst. Kinder, die nicht diese Blutverbindung zu dir aufweisen, werden einfach immer noch stigmatisiert. Schaut euch nur mal jedes Kindermärchen an, in dem böse Stiefmütter oder so vorkommen, weil sie ein fremdes Kind natürlich niemals lieben könnten. Medien formen unsere Gedanken und Einstellungen einfach sehr und deswegen ist es auch sehr wichtig, die kritisch zu betrachten. Aber auch aus praktischen Gründen sollen wir Kinder kriegen. Die können sich dann im Alter um uns kümmern oder gerade in Deutschland in das Rentensystem einzahlen, damit ältere Leute davon leben können. Deswegen liegt dem Staat halt auch viel dran, hauptsächlich Ehen und traditionelle Familien zu fördern. Natürlich hat es auch viele andere konservative oder religiöse Gründe oder einfach, oh nein, der Untergang unserer westlichen Zivilisation, wenn wir das nicht machen und so weiter. Aber deswegen werden diese Beziehungen auch mehr gefördert und es ist aber ein ziemlich krasses Zeichen, dass unsere derzeitige Regierung das lockern will, damit mehr als nur zwei Leute für Kinder zuständig sein können und mit der Verantwortungsgemeinschaft mehr Leute einfach füreinander auch rechtlich Verantwortung übernehmen können. Man sieht das ja auch in Serien und Filmen immer wieder, dieses Nein, ihr dürft nicht zu ihm ins Krankenhaus, weil nur Familie rein darf. Es hat einfach nur Vorteile, wenn mehr Leute sich füreinander zuständig fühlen und aufeinander aufpassen wollen. Dabei muss es ja nicht mal unbedingt um Polyamorie gehen, sondern auch einfach Freundinnen, die sich so sehr vertrauen können, das machen. Mal ehrlich, was soll es, dass die Wichtigkeit von Freundschaft immer so unter den Tisch gekehrt wird? Alle reden immer darüber, wie schlimm es ist, wenn eine Beziehung in die Brüche geht, aber hattet ihr schon mal einen Freundschaftsabbruch? That shit's traumatizing. Wenn Freundschaften beendet werden, hat man oft nicht mal diesen Schlussstrich, also ein Gespräch darüber, was die Probleme sind. Warum es nicht passt, wenn Beziehungen nicht funktionieren, heißt es ja oft nur, dass Personen einfach nicht so miteinander kompatibel sind, aber oft verstehen sich die Leute danach trotzdem noch. Und gut, für heterosexuelle Leute geht das doch sehr oft mit einem kompletten Kontaktabbruch einher, aber wie viele queere Leute kenne ich, die mit ihren Ex-Partnern immer noch regelmäßig Kontakt haben. Ich habe so das Gefühl, dass damit eine Freundschaft beendet wird, schon etwas Schlimmeres passieren muss. Oft lebt man sich auch einfach auseinander, ja, aber um so einen Cut von heute auf morgen zu haben, muss wohl etwas richtig Schlimmes vorgefallen sein, oder? Dass irgendwer irgendwen betrogen hat oder so, oder zum Beispiel, dass eine der Freundinnen jetzt in einer Beziehung ist und deswegen keine oder nur noch wenig Zeit für platonische Beziehungen hat. Wir kommen also full circle zu Amato-Normativität. The Truth About Being Single ist ein Video von Lina Norms bzw. auch eine Video-Response von Hannah Witten auf dieses Video. Und ich glaube, Lucy Moon hat dazu auch mal ein Video gemacht, aber ich glaube, das hat sie runtergenommen, weil ich es nicht mehr finden konnte. Jedenfalls haben einige YouTuberinnen schon vor einigen Jahren mal darüber geredet und ich fand diese Einblicke einfach echt spannend damals. Lina und Hannah haben dann ein paar Jahre später auch ein Video gemacht. The Truth About Not Being Single. Ich kann diese ganzen Videos nur empfehlen und versuche jetzt hier einfach mal meine Gedanken dazu zu sortieren. Denn als gute YouTuberin kann ich nur sagen, lasst uns dieses komplexe Thema nehmen und let's make it all about me. Ich glaube, ich brauche für das Video erst noch ein bisschen was zu trinken. Aber keine Sorge, ich trinke nicht alleine. Ihr seid ja da. Oh nein, wirklich. Ich habe jetzt seit dem Cora vs. Cotta Stream nichts mehr getrunken, aber trinkt verantwortungsvoll und so. Okay? Prost. Die Sache ist, dass ich schon oft diese Situation hatte, dass FreundInnen den Kontakt radikal reduzieren, nachdem sie in einer Beziehung sind und es einfach auch eindeutig meinen Platz in der Beziehungshierarchie zeigt. Also selbst wenn wir beste FreundInnen sind,
wird meine Relevanz vermindert, wenn du in einer romantischen Beziehung bist. Und das spürt man. Gerade wenn man wie ich nicht so das erfüllte Liebesleben hat, um dann diese Unterstützung, diesen Halt, diese Sicherheit auch von woanders her zu bekommen, beziehungsweise fast alle deine FreundInnen in Beziehungen sind. Also ich denke, ich kann es auch verstehen, dass wenn ich eine Person kennenlerne, dass das einfach viel Zeit einnimmt, man vielleicht auch zusammen ein Leben aufbauen möchte und so weiter. Aber genau da kommt halt der Part ins Spiel, der verdammt verletzend sein kann, wenn sich die Prioritäten von dir auf eine andere Person verlagern und du plötzlich ohne diesen Rückhalt dastehst. Und was halt meine ganze Kritik an Amato-Normativität ist. Gerade während Corona war es echt schwierig, Regelungen, dass sich nur noch zwei Haushalte oder so treffen dürfen und alle Leute besonders vorsichtig waren, hat ja doch dazu geführt, dass viele vor lauter Panik noch in Beziehungen gesprintet sind, damit sie eben eine Person haben, mit der sie das durchstehen können. Wenn du im Homeoffice arbeitest, alleine wohnst, nicht die beste Beziehung zu deiner Familie hast und Single bist, sah es halt schon kacke für dich aus. Ich hatte auch in meinem FFS-Video davon geredet, dass mir die Dysphorie irgendwie sehr im Weg stand, sodass ich auch bestimmte Leute nicht mehr sehen konnte. Also es liegt jetzt nicht nur an anderen Leuten, dass einige Freundschaften von mir nicht mehr das sind, was sie mal waren. Auch kann ich an bestimmte Freundschaften denken, in denen ich definitiv schuld bin, dass es nicht mehr so ist, wie es mal war. Oder wo ich einen Kontakt abgebrochen habe und so. Aber gerade die Pandemie hat da irgendwie viel mehr hochkommen lassen. Also nicht nur das Transsein, auch einige andere Probleme haben sich plötzlich gezeigt, als ich nicht mehr 24/7 beschäftigt sein konnte. Das Ganze klingt jetzt vielleicht auch, als wäre ich da irgendwie bitter. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich nicht vielleicht genauso Hals über Kopf in eine romantische Beziehung stürzen und dadurch andere vernachlässigen würde. Keine Ahnung. Aber bitter ist das falsche Wort. Eher traumatisiert. Letztens hat mir ein Freund gesagt, dass er jetzt in einer Beziehung ist und ich habe erstmal eine Angstattacke bekommen, weil ich mir dachte, dann ist die Freundschaft bald wohl vorbei. Und das sagt jetzt vielleicht mehr über die Qualität bestimmter Freundschaften aus als sonst irgendwas. Aber wenn du 27 Jahre alt bist, noch nie eine offizielle Beziehung hattest und du alle paar Monate oder Jahre wieder deinen Fokus auf andere Personen shiften musst, um von woanders irgendwie Halt zu bekommen, aber nicht weiß, wie lange das anhalten kann, bis du wieder woanders danach suchen musst und so weiter, mach das irgendwann einfach was mit dir. Also ich tue mir mittlerweile auch einfach schwer, neue FreundInnen in mein Leben zu lassen, weil ich da nicht zu attached sein will und nicht wieder so verletzt werden will. Also ich habe mich schon auch immer für meine FreundInnen gefreut, wenn sie jemanden kennenlernen und es mit dieser Person zu passen scheint. Natürlich ist es toll, wenn es meinen FreundInnen gut geht, aber mittlerweile schwingt da einfach so viel Verlustangst direkt wieder mit. Denn wie gesagt, Freundschaften zu verlieren kann genauso dramatisch sein, wenn nicht sogar mehr, wie PartnerInnen zu verlieren. Ich glaube, ich bin deswegen echt etwas traumatisiert und meine Social Anxiety ist auch nicht gerade hilfreich. Und es ist auch nicht so, als würde ich nicht daten, aber irgendwie wird halt nie mehr draus. Ich möchte diese Intimität mit einer anderen Person ja auch wirklich, aber nach so langer Zeit wird es doch immer schwieriger zu denken, dass es nicht einfach nur an mir liegt, dass da bisher nie was wirklich geklappt hat. Und das alles natürlich nicht genug, denn in so ziemlich jeder Serie oder Film oder so wird mir natürlich auch vermittelt, dass ich als Transfrau eh nicht begehrenswert oder lovable sein kann. Also ist vielleicht wirklich einfach etwas inherently falsch mit mir? Merkt ihr, dass ich wirklich am Struggle bin zurzeit? Ich würde mir am Ende des Tages einfach auch wünschen, eine Person zu haben, die einfach da ist, für die ich auch da sein kann. Einfach eine Umarmung zu bekommen, wenn es mir nicht gut geht und über das, was mich beschäftigt, reden zu können. Aber das habe ich halt nicht. Als Single muss ich mich da immer eher aufteilen, also schauen, dass ich nicht eine Person zu sehr mit allem, was los ist, belaste, sondern das Problem mal der Person erzählen, dann das nächste wieder einer anderen Person. Also ist dann auch nur wieder stressig, weil die alle auch ihr Leben haben. Oder halt Beziehungen, die wichtiger sind. Okay, vielleicht bin ich doch ein bisschen verbittert. Und dann kann ich mir auch nie merken, wem ich was schon erzählt habe. Natürlich nicht nur Probleme, auch schöne Dinge will ich natürlich Leuten erzählen können.
Aber davon gibt es in letzter Zeit irgendwie nicht so viel. Da bringe ich jetzt mal wieder die altbewährten Persönlichkeitstests zum Einsatz. Aber ich bin halt leider schon einfach ein Enneagramm Typ 4 und leide auch irgendwie gerne. Also nicht im Sinne von Masochismus, wobei ich liebe Dark Souls. Also vielleicht schon. Okay, das war's. Oh nein! Aber ich meine eher, dass ich Gefühle wirklich lange aussitzen und fühlen kann. Und manchmal ist es für mich dann echt schwer, da wieder herauszukommen, wenn mich nicht jemand anderes rauszieht. Aber dafür müssen Beziehungen halt auch eng genug sein, dass es auffällt, wenn ich mich mal ein paar Tage nicht mehr melde. Und ich denke schon auch, dass Freundschaften das eigentlich kompensieren könnten, aber halt nicht, wenn alle anderen auch amatonormativ denken und du vielleicht sogar noch recht neu in einer neuen Stadt wohnst und wo du dank der Pandemie nur echt schwer neue Leute kennenlernen kannst. Ja, aber ich wiederhole mich. Oder? Aber auch gibt es halt noch andere Aspekte von Beziehungen, die ich jetzt nicht unbedingt aus Freundschaften bekomme. Also ich persönlich jetzt jedenfalls nicht. Sowas wie Kuscheln, Küssen, Sex und so weiter, One-Night-Stands und sowas sind halt auch einfach nicht wirklich was für mich. Also wäre ich für sowas doch eher auf Dating angewiesen. Immerhin kann ich von mir behaupten, dass ich, obwohl ich so frustriert deswegen bin, nie mit jemandem zusammengekommen bin, einfach nur weil ich eine Beziehung wollte. Also es mir nicht um die Person selbst ging. Außer mit 18 einmal. Ups. Aber es war dann auch sehr schnell wieder vorbei. Deswegen würde ich das nicht unbedingt als Beziehung zählen. Aber trotzdem ist es schwierig, sich dann nicht wie ein totaler Loser zu fühlen, weil halt eben erwartet wird, dass man doch in einer Beziehung sein muss. Und ich auch einfach sehe, wie andere Leute von einer Beziehung in die nächste gehen oder sogar mehrere Beziehungen gleichzeitig haben und ich es nicht mehr schaffe, eine zu haben. Da muss ich auch dazu sagen, dass Dysphorie schon immer eine Rolle in meinem Datingleben gespielt hat und mir das wahrscheinlich sehr im Weg stand. Also auch bevor ich wusste, dass das Dysphorie ist. Außerdem konnte ich mir die letzten 1,5 Jahre auch nicht wirklich vorstellen, jemanden zu daten. Auch wenn ich es versucht habe. Einfach weil ich erstmal mit meinem Körper klarkommen musste und den auch irgendwie wieder neu kennenlernen musste. Ich bin mir gerade auch immer noch nicht sicher, ob und inwiefern ich Dating jetzt wieder hinkriege, aber ich will es auf jeden Fall versuchen. Das Video ist echt schwieriger, als ich dachte. Viele Leute kommen dann immer mit einem, wie bist du denn noch Single? Also, als ob irgendwas mit mir nicht stimmen muss, weil ich doch sympathisch und attraktiv bin und so weiter. Ahno. Natürlich denken Freundinnen das. Hoffentlich. Oder halt einfach Leute, die mich eh schon mögen, aber es halt auch einfach nicht hilfreich. Also erstens mal suggeriert das halt auch wieder, dass man in einer Beziehung sein muss, weil Life Goals und so. Und zweitens, ich weiß es auch nicht, Lisa, sag mir bitte lieber, was ich anders machen muss, damit ich das auch mal auf die Reihe kriege. Auch sagen mir viele Leute immer, du musst halt deine Ansprüche runterschrauben, wozu ich nur sage, welche Ansprüche? Also klar, natürlich habe ich Ansprüche an eine Beziehung, aber es sind hauptsächlich die Dinge, die uns kompatibel machen. Das ist für mich das Wichtige. Da ist eigentlich egal, wie die Person aussieht, was sie beruflich oder mit ihrer Freizeit macht und so weiter. Also klar, habe ich da vielleicht auch Präferenzen, aber wenn es mit einer Person passt, dann ist das definitiv nicht so wichtig. Also ich habe jetzt keinen Typ oder so. Alle Leute, die ich bisher gedatet habe, waren so ultra unterschiedlich. Bis auf die Gemeinsamkeit, dass sie mich nicht daten wollten. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Es klingt jetzt auch alles wirklich sehr traurig und zurzeit beschäftigt mich das auch einfach wieder sehr, aber an vielen Tagen verliere ich keinen Gedanken daran. Ich glaube, ich bin mittlerweile auch einfach gut darin, meine Probleme selbst zu lösen, Dinge einfach mit mir selbst zu klären. Ich bin sehr selbstständig, auch wenn es mir lieber wäre, dass ich es nicht sein müsste. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich lernen musste, mir selbst Halt zu geben. Also, wenn irgendwas passiert, wie eine Pandemie, dann bin ich trotzdem in der Lage, mich um mich selbst zu kümmern. Also, bin mir hundertprozentig sicher, dass ich voll dazu in der Lage bin, dieses ganze Leben allein zu leben. Komme alleine aus und weiß, dass ich deswegen
keine krassen Kompromisse in Kauf nehmen werde. Also natürlich sind Beziehungen auch immer irgendwie Kompromisse, aber you know what I mean? Ich werde nicht wichtige Teile meines Lebens aufgeben, nur um die Aussicht auf eine Beziehung zu haben. Aber ich bin auch vollkommen gewillt, Kompromisse einzugehen. Also zum Beispiel weniger ehrenamtlich oder auf YouTube zu machen, um die Zeit für jemanden zu schaffen oder so. Ich bin sogar gewillt, aufzuhören, in der Mitte vom Bett zu schlafen oder zu kochen. Also beim Kochen jedenfalls zu helfen. Aber ich weiß auch wirklich einfach, was ich bereit bin aufzugeben, beziehungsweise einzuschränken, um Platz für eine Person in meinem Leben zu machen und was nicht. Ich bin auch nicht ununterbrochen einsam. Es kommt nur immer wieder mal hoch und mittlerweile kann ich auch einfach akzeptieren, dass es für mich nun mal nicht so leicht ist. Ich meine, ich bin 27. Das ist auch nicht so alt, dass alle Hoffnung verloren ist. Vielleicht werde ich tatsächlich nie eine Beziehung haben. Vielleicht werde ich erst mit 50 mal eine Beziehung haben. Ich weiß, dass ich auch alleine durchkomme. Aber Gott, bitte lass mich vor 50 eine Beziehung haben. Also, wenn man diesen traurigen Aspekt von bis an mein Lebensende alleine sein herausnimmt, das ist doch irgendwie beruhigend, dass ich weiß, dass ich es schaffen kann. Warum rede ich da jetzt überhaupt so im Detail drüber? Ich glaube, es ist tatsächlich eher therapeutisch für mich, meine Gedanken und Gefühle dazu mal zu sortieren. Und vielleicht ist es auch für ein paar von euch relatable. Mir hat gerade das Video von Hannah Witten doch irgendwie geholfen, mich damit nicht so alleine zu fühlen. Und vielleicht kann euch das hier ja auch helfen. Oder es haltet euch auf, weil ihr euch denken könnt, so schlecht wie Cora bin ich dann auch wieder nicht dran. Und ich denke, dass vielen Leuten in Beziehungen gar nicht so bewusst ist, wie wichtig Freundschaften sind. Vor allem, wenn du Single bist. Aber ich baue auch wieder mehr Freundschaften auf. Auch wenn trotzdem diese Verlustangst sehr mitschwingt und ich lerne wieder mehr Leuten zu vertrauen. Ich versuche mich auch wieder mehr am Dating und so weiter, aber ich struggle halt immer noch. Und das ist okay, aber ich arbeite dran. Deswegen als abschließende Worte, schaut nach euren Single-FreundInnen, denn wenn ihr es nicht macht, macht es niemand. Amato-Normativität is a bitch.